Neues aus der Neuzeit. Das Rauschen des Lärms umspült meinen ganzen Körper. Der Schall und seine Wellen brandet an die Ufer meiner Physis. Die geballte Energie von Imari Kokubo, die am Schlagzeug sitzt und ca. 45 Minuten trommelt, drischt, wirbelt, draufhaut, hämmert, wie besessen vom Rhythmus in all seinen polyformen Erscheinungen, erfüllt den Raum, ergreift Besitz der eben noch immobilen Körper und versetzt sie in Schwingung. Jetzt gehören wir alle zum selben Stamm, der Stamm der Bewegung und Ekstase. Diese Musik hat etwas Archaisches. An einer Stelle entlockt Dirk Dresselhaus seine Gitarreneffekten geisterartige Drones. Ob die anderen auch gerade das Wispern und Flüstern Verstorbener hören können? Die Musik von Krautfass lässt jedenfalls viel Raum für eigene Imagination. Und das, obwohl ihr Premierenkonzert im Ausland in der Lüchner Straße von einem Visual Artist unterstützt wird.